Ja. Oh, da oben ist was los. Was denn hier geht? Lol. Was geht denn hier oben ab? Was machen die denn da oben? Lol. Hallo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spider-Man 2, Freunde. Schön, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt. Mein Name ist Melek und falls ihr natürlich den Kanal nicht abonniert habt, dann lasst doch natürlich sehr, sehr gerne ein Abo und ein Like da für dieses wunderbare, schöne Spiel tatsächlich. Meine Güte, Freunde. Es ist und bleibt ein Klassiker. Es ist und bleibt einer der geilsten Spider-Man-Titel, die es gibt. Und ich habe ja bereits ein Video gemacht, erinnert euch vielleicht auch dran, über den Tobey Maguire Teil. Also sprich, dass ja ein Spider-Man 4 von Sony geplant werden soll. Zumindest laut so vielen Gerüchten. Zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr natürlich dieses Video hier schaut, weiß ich bislang noch nichts von diesem Release, ob das wirklich sein wird. Ob das wirklich kommen wird oder nicht. Und ich dachte einfach, bevor wir hier natürlich weitermachen, erzähle ich euch das nochmal. Falls ihr den ersten, zweiten und den dritten Teil mit Tobey Maguire logischerweise nicht gesehen habt, dann solltet ihr das unbedingt tun, denn dieser ist ziemlich cool, muss ich sagen. Also, das macht unglaublich viel Spaß, diese Filme zu gucken. Ich finde, das ist die beste Verfilmung zu den Spider-Man-Teilen, zu der Spider-Man-Figur von diesem unglaublich krassen, brachialen Spider-Man-Charakter. Und es ist und bleibt auch einer der geilsten Spider-Man-Teile, die jemals meiner Meinung nach auf dem Markt erschienen sind. Also das nochmal vielleicht vorab hinweg. Falls ihr natürlich irgendwie nur Amazing Spider-Man und so geschaut habt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall auch den ersten, zweiten, dritten Teil mit Tobey Maguire zu schauen. Ja, und einfach mal zu gucken, ob euch das irgendwie zusagt. Weil meiner ist auf jeden Fall, das ist mein Lieblingsteil. Und das ist auch das Spiel, was wir hier gerade spielen. Von dem Spider-Man-Teil, den wir natürlich auch damals in der zweiten, ersten und dritten quasi des Filmes ja gesehen haben mit Tobey Maguire. Das ist auch quasi der Protagonist hier. So, und heute machen wir so ein bisschen ein paar Aufträge. Ja, oh, da oben ist was los. Was denn hier geht? Lol, was geht denn hier oben ab? Was machen die denn da oben? Lol. Oh mein Gott. Wollten die hier einbrechen? Es gibt doch bestimmt einen guten Grund, jo, hier das Schloss zu. Lol, fetter Leck. Oder? Nice. Die wollen einbrechen, fetter Leck. Digga. Okay. Tschüss. Der ist bis nach unten geflogen, ey. Lol. Der ist bis zum Gegner runtergeflogen, lol. Und den auch. Und tschüss. Schlüssel verloren. Meint ihr, er überlebt? Übertreib. Lol, die wollten hier einfach einbrechen auf dem Dach. Das ist so krank. Hätte ich nicht gedacht jetzt. Lol, das ist mir noch nie passiert, dass jemand so auf so einem hohen Gebäude wie einbrechen wollte. Wie sind die da überhaupt hochgekommen? Richtig unlogisch. So heftig. Richtig geil. So, jetzt aber ein Auftrag hier. Es ist abends. Hier geht's ab, sag ich euch. Oha. Hilfe! Hilf mir jemand! Nicht solange ich hier was zu sagen habe. Oh ja, ich bin da. Oh, schön, dass ihr in meine Richtung kommt. Oh, fett daneben gesprungen. Wo hast du denn fahren gedacht? Hey. Nice. Oha, oha, oha. Der Dreck ein Uzi dabei, der Verrückte oder die Verrückte. Jetzt schalten wir den Gang höher. Das ist ganz gefährlich, müsst ihr aufpassen. Uzi ist ganz gefährlich. Uzi, wenn die euch. Ich sag euch mal was. Falls ihr das Game natürlich. Oh, da hinten ist auch noch was los. Falls ihr das Game natürlich auch noch nebenbei irgendwie spielt oder so. Wenn ihr von drei. Warte mal, was geht hier denn ab? Alter. Junge, abends. Abends geht das hier richtig rund. Der Teil, wo du umfällst. Abends geht das hier richtig, richtig rund. Hier quittieren. Du siehst gut aus, Wandkrabbler. Zu heftig, wirklich. So, noch einmal. Abends geht das hier richtig, richtig, richtig rund. Und ich sag euch auch warum.
Und zwar ist es ja grundsätzlich so, jetzt ganz gut zuhören. Wenn es abends ist, grundsätzlich, es ist einfach mehr Bedarf, die Stadt einfach zu säubern, zu reinigen. Also reinigen hört sich jetzt so an, als wäre man eine Reinigungskraft, aber generell so zu säubern und denen zu helfen und so. Und was auch, also der Stadt, der Bevölkerung an sich. Und was auch dazu kommt, ist, wenn drei Leute auf einmal, also drei von diesen Räubern, mit Uzis auf euch losgehen und gleichzeitig schießen, dann seid ihr instant tot. Weil die machen fast die Hälfte, wenn die euch mit allen Schüssen treffen, macht jeder einmal die Hälfte. So, und davon darf jetzt einfach mal, also, ne? Wenn jetzt zwei Gegner, zwei Räuber auf euch schießen und treffen euch alle, und die treffen euch alle, dann seid ihr tot. Dann seid ihr tot. Und wenn euch zwei treffen, seid ihr auch tot, wenn die euch alle treffen. Selbst wenn nur drei... Was ist mit den Hubschraubern los? Auf dem Weg, Idiot! Lol, da sind zwei Hubschrauber, die fliegen ineinander. Oha, 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 oha. Keine Sorge. Du fährst mir zu unruhig, bleib stehen. An die Seite fahren und anhalten. Fast baumverschämt. Denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal ausflippen wollen. Ist das Gebäude hier auf? Nein, schade. Ich dachte, das wäre so eine Garage, da kann ich rein oder so. Was ich sagen wollte ist, ihr habt halt, also wenn zwei Leute mit voller Magazin auf euch schießen und euch treffen, dann seid ihr tot. Wenn drei auf euch schießen und nicht mit voller Magazin und nur teilweise, dann seid ihr auch eigentlich so gut wie tot. Das ist eigentlich krass. Hi. OP eigentlich, die Dinger sind OP. Leute in gepanzerten Anzügen schießen einfach so und auf die Leute. Sind auch OP, die jetzt auf uns zukommen. Die sind geisteskrank. Ich will nicht sterben. Haut ab, Loser. Wir übernehmen jetzt. Da müssen wohl noch mehr mit diesen Panzern sein. Ich sollte wohl schnell dorthin. Oha, was ist los? Sag gute Nacht, Schatz. Nein. Er tötet das Heftige. Ihr müsst euch so stellen, dass sie sich gegenseitig treffen. Dann ist er tot. So, der ist weg. Jetzt bist du dran. Ja, wir kommen. Direkt Spinnen sind angemacht. Ich krieg dich. So, schnell rüber. Ich komme. Alter, was geht hier abends ab? Das ist voll heftig. Hier geht's richtig rund. Hier kommt Spider. Mach mal eine Pause. Und Genickbruch. Das war eine schlechte Idee. Oha. Die haben auch Pistolen. Pistolen zum Beispiel. Der Unterschied zwischen Pistolen und Uzis ist, dass Pistolen in der Regel nur einen Schuss machen. Und die schießen die auch nicht hintereinander. Normalerweise kannst du eine Pistole ganz, ganz oft und viel hintereinander schießen, aber das ist da nicht. So viel zu dir. Das könnte etwas wehtun. So geil, ne? Danke für die Rettung. Gern geschehen. Das Spiel ist und bleibt einfach ein geiler, bombastischer Titel. Es ist einfach so. So, warte, da war noch ein Auftrag, den machen wir auch noch eben schnell. So ein geiles Spiel, ne? Und bei den neuen Spider-Man-Titeln könnt ihr das alles gar nicht, Freunde. Könnt ihr alles gar nicht. Also, nur so vielleicht nebenbei gesagt. Spidey! Hier drüben! Jawohl, ich bin da! Hey! Schieß mal los! Ich glaube, die Polizei verfolgt jemanden. Es kam gerade ein Auto vorbei, das viel zu schnell fuhr. Ach du Schande! Und es ist voll. Ich bin sicher, die Polizei kriegt. Und ihr habt voll viele. Aber es kann jemand verletzt. Und ihr habt voll ich viele. Kann bestimmt helfen. Ich sag mal so. Ihr habt total viele. Oh, hinterher, Mann. Die sind ja richtig. Der ist ja richtig schnell. Und ihr habt voll viele... Ihr habt voll viel Verfolgungsjagd und so. Das habt ihr bei anderen Spider-Man-Teilen nicht so, glaube ich. Das ist richtig geil. Ich meine, davon lebt er auch New York, ne? Muss man einfach mal sagen. Können wir nicht nett zueinander sein? Du wirst noch jemandem wehtun. Kann mal hier eine Faust geben hier. Zack, zack. Hoffentlich springt deine Versicherung ein. Und ein Genickbruch. So, dich nehme ich auch noch mit. Wir gehen nämlich schnell rüber. Oh.
muss einmal hier rüber. Hier ist hinten was irgendwie los. Oha, was geht denn hier ab? Lol. Alter, was ging hier ab? Lol. Alter. Zum Glück bin ich heute gnädig. Was machen die hier? Hol die Räuber, Alter. Richtiger Clan-Treff. Richtiger Clan-Treff. Lol, das ist mir noch nie passiert. Dass sie so einen Clan-Treffer haben, direkt hintereinander. Ganz zufällig. Zu krass, ehrlich. Richtig crazy. So, hier ist noch ein Geschäft. Ich weiß aber nicht, was das für ein Geschäft ist. Ah doch, hier waren wir schon mal drin. Hier waren wir schon mal drin. So, Freunde. Und ich würde sagen, das war's auch mit der Spidey-Folge zu dieser Episode. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder mal bis hierhin geschaut habt. Was waren denn das für alles für Räuber? Voll verrückt. Und falls ihr natürlich wollt, dass ich noch mehr Spider-Man-Games hier... Oh, bei der amerikanischen Flagge auch schön. Falls ihr wollt, dass ich noch mehr Spider-Man-Titel quasi... ja, auf dem Kanal bringe und ihr weitere sehen wollt, dann schreibt es sehr gerne in die Kommentare oder was ich unbedingt natürlich auch probieren soll. Ansonsten war es das soweit von mir. Ciao, 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 euer Melek.